Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Und zwar geht es heute um die gute Lily Luna Potter, der Tochter von Harry Potter, und insgesamt habe ich 10 Fakten herausgefunden. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, aber ohne lange weiter zu quatschen, würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß dabei! Fakt Nummer 1. Lily Luna Potter ist die Tochter von Harry Potter und Ginny Weasley. Sie wurde zwischen dem 1. September 2007 und dem 31. August 2008 in Großbritannien geboren. Fakt Nummer 2. Mit zu Lily Lunas Familie gehören auch noch ihre zwei älteren Brüder James Sirius und Albus Severus Potter. Sie selbst wurde nach ihrer Großmutter väterlicherseits Lily Potter benannt. Genauso wie ihre Brüder, die ebenfalls Namen von wichtigen Personen aus Harrys Vergangenheit bekommen haben. Fakt Nummer 3. Aufgrund dessen, dass Lily Luna auch noch nach einer guten Freundin von Harry und Ginny benannt wurde, nämlich Luna Lovegood, ist davon auszugehen, dass Luna selbst die Patentante von Lily Luna ist. Fakt Nummer 4. Ab dem Jahre 2019 besucht auch Lily Luna Potter die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zusammen mit ihrem Cousin Hugo Granger Weasley, dessen Vater wiederum doof ist, und wurde dem Haus Gryffindor zugeteilt. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Logischerweise ist Lily Luna selbst ein Halbblut, genauso wie Harry Potter einer war. Fakt Nummer 6. Lily Luna zeigt erstaunlich große Ähnlichkeit zu ihrer Mutter Ginny Weasley. So war Lily Luna zum Beispiel auch sehr eifersüchtig auf ihre beiden Brüder, als diese zuerst auf die Hogwarts-Schule gehen durften. Ähnlich wie es bei Ginny damals war, als ihre Brüder vor ihr dran waren. Fakt Nummer 7. Gespielt wird Lily Luna Potter in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2 von der britischen Schauspielerin Daphne de Bestigui, was ich ganz sicher falsch ausgesprochen habe. Im Theaterstück zu Harry Potter and the Cursed Child wird sie von Christiana Hutchings, sorry Bro, und beziehungsweise oder Christina Frey verkörpert. Fakt Nummer 8. Lily Luna ist das einzige Kind von Harry Potter, die einen Namen einer Person bekommt, die tatsächlich noch lebt, nämlich Luna Lovegood. Alle anderen Namen, einschließlich der ihrer Brüder, stammen von bereits verstorbenen Personen. Fakt Nummer 9. Genau genommen ist Lily Luna Potter sowohl mit den Blacks als auch mit Ignotus Peverell bzw. Lord Voldemort verwandt. Ihre Urgroßmutter mütterlicherseits war Cadrella Black und ihre Großtante mütterlicherseits war Lucretia Black. Und last but not least, Fakt Nummer 10. Lily Luna unterstützte die Beziehung zwischen ihrer Cousine Victoire Weasley und Teddy Lupin sehr. Ach ja, und by the way war Ron Weasley ihr Onkel, aber ich wollte dafür halt keinen ganzen Fakt opfern. Weil, Ron halt. Ja, das war mein Faktenvideo über Lily Luna Potter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da. Und solltet ihr dann noch was Zeit übrig haben, checkt gerne mal die anderen beiden Videos hier an der Seite ab. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!